Leute, heute sind wir hier in irgendeinem Kindergarten gefangen, aus dem wir abhauen müssen. Und hier ist ein roter Knopf. Drück den roten Knopf, um das Tor zu öffnen. Und dann... Oh, ist das die Kindergärtnerin? Warte mal, wir... Oh, da oben können wir durch die Lüftung abhauen. Yes! Die anderen sind hier schon auf dem Weg. Wir haben nämlich gar keine Lust mehr auf den Kindergarten. Es wird Zeit, nach Hause zu gehen. Ich spiel... Oh, warte. Zack! Oh, wir haben es aufgetreten. Sehr gut. Wir chillen lieber zu Hause, anstatt den ganzen Tag im Kindergarten zu sein. Aber hier... Alter, geht das hier tief runter. Okay. Irgendwas stand hier auch, dass es hier angeblich Lava im Kindergarten gibt. Das klingt ziemlich gefährlich, aber darum machen wir uns Sorgen, wenn es soweit ist. Erstmal hier den Knopf drücken und... Oh, jetzt fahren hier so Stufen raus. Was ist mit der Stufe in der Mitte? Da ist sie. Okay. Oh! Wow, das war richtig knapp. Ich wäre fast runtergefallen. Das war ultra close. Unten links ist irgendwie so ein Telefon. Seht ihr das? So ein lilanes Telefon ist unten links. Ich glaube, wir können solche Telefone einsammeln. Da steht 0 von 10. Das heißt, hier sind irgendwo... Oh, da ist die Kindergärtnerin. Und da drüben ist so ein Knopf. Seht ihr um die Ecke da? Ich glaube, wir müssen zu dem Knopf hin, oder? Oh, sie hat mich. Aber sie ist... Warte, bin ich schneller? Oh, oh, warte, ich beeil mich. Ich muss nur den Knopf drücken, oder? Schnell. Hab ihn gedrückt. Oh, oh, sie ist direkt hinter mir. Oh nein, warte. Durch die Tür. Schnell. Oh, okay. Sie folgt uns nicht bis hier rein. Okay. So, jetzt haben wir hier irgendwelche Blöcke, die wir hier... hinlegen können. Ey, ist ja easy. Warte mal, ich baue einfach einen Turm, oder? Ich baue hier einfach einen Turm, so. Ey, was machst du? Die steht einfach in meinem Block drin. Warte, dann so. Zack. Und dann springe ich da hoch, so. Und bin oben drüber. Wie Profi, Freunde. Und hier ist das erste Telefon. Easy. 1 von 10 haben wir jetzt. Sehr gut. Okay, und dann machen wir mal hier noch einen Turm. Hallo, bitte, geh mal, danke. Wenn die mir im Weg stehen, kann ich die Blöcke nicht richtig hinlegen. Ist ja mega nervig. Okay. Ey, kannst du mal aufhören, meine Blöcke zu verschieben? Nur weil du das nicht hinbekommst. Die schaffen es nicht, hier durchzukommen und verschieben einfach mal... Oh, nein. Und verschieben einfach... Nein! Mann, okay, jetzt. Hier hoch und hier hoch. Und jetzt, wir haben es geschafft. Rein in die Lüftung. Es gibt kein Hindernis, was wir nicht überwinden können. Ich schaff's auf jeden Fall, aus dem Kindergarten abzuhauen. Ich glaube, jawohl, es geht los. Ich bleib doch nicht den ganzen Tag hier. So, wir treten hier erstmal wieder die Lüftung auf. Und, was muss ich denn hier machen? Ist das eine Tür hier? Ja, aber da kann ich nicht durch. Den Block hier kann ich nicht aufheben. Aber, ich kann hier über das Rohr balancieren. Okay, und hier haben wir... Oh, ganz viele Laserstrahlen. Aber um die müssen wir uns keine Sorgen machen. Da... wissen wir, was wir tun. Und wir finden noch eins von den Telefonen. Und ich habe gerade noch eins gesehen. Habt ihr es auch schon gesehen? Hier hinter dieser Wand hier, da unten ist noch eins. Ich glaube, da können wir gleich hin, wenn wir... Warte, wo muss ich von hier? Muss ich hier lang? Und hier hoch? Ja, das scheint richtig zu sein. Okay. Und dann... Nee, warte, da kann ich nicht lang. Hä? Wo komme ich denn? Wie komme ich an das Telefon? An das andere? Kann ich hier lang? Oh. Boah, nee, ich bin runtergefallen. Oh, aber seht ihr, das ist hier? Hier hinter der Ecke ist das. Wir müssen da diese Treppe runter. Okay, Moment, das will ich mir jetzt aber einsammeln. Wenn wir schon 10 Telefone einsammeln können, dann will ich auch bitte alle haben. Oh, Mann, ich schaff's einfach nicht rüber zu springen, Freunde. Okay, vielleicht können wir das eine Telefon doch nicht mitnehmen. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal versucht, aber irgendwie... Vielleicht gibt's aber auch noch einen anderen Weg, wie man da hinkommt. Vielleicht kann man von hier einfach noch nicht da lang. Das kann ja auch sein. Dann schauen wir mal, wo wir ansonsten lang müssen, weil hier sind ganz schön starke Laser, die hier... durchstrahlen. Seht ihr das? Guck mal, da ist richtig... Da kommen richtig Blitze raus. Okay, wir drücken den Knopf hier. Ich weiß gar nicht, was sich hier jetzt geöffnet hat. Oh, warte mal. Oh, damit hat sich jetzt diese Tür da drüben geöffnet. Oh, ich habe die ganze Zeit versucht, da drüber zu springen. Dabei hätte ich einfach nur den Knopf drücken müssen. Oh, wow, es hätte so einfach sein können. Aber war es nicht. Na ja, gut, okay. Wir haben das dritte Telefon. Let's go. Und wir sind auch gut unterwegs. Wir haben... Oh, wir dürfen nicht in das Wasser gehen. Was ist das für Wasser? Ist das giftiges Kanalisationswasser? Das... Wer ist das denn? Das... Oh! Ben, der Hausmeister... Oh, der will gegen uns kämpfen! Oh, ich muss gegen Ben, den Hausmeister, kämpfen und ihn hier abschießen. Was ist das? Mit einer Paintball-Pistole oder so, hä? Wir müssen ihn mit einer Paintball-Pistole angreifen.
damit er uns nicht erwischt. Zack. Wow. Alter, wie kann er... Alter, katapultiert er sich mit seinen Fürzen? Guck mal, da kommt immer so eine grüne Wolke raus. Ich glaube, Ben, der Hausmeister, der hat irgendwas gegessen. Was ihm nicht so gut bekommen ist. Oder ist in die Luft geflogen. Eieiei. Aber gut, okay. Wir gehen weiter. Wir haben Ben, den Hausmeister, auch geschafft. Oh, warte, ich habe nicht geguckt, ob hier irgendwo ein Telefon ist. Wenn ich eins verstecken würde, dann wäre es hier irgendwo. Warte, wir schauen mal kurz. Aber ich sehe keins. Nein, kein Telefon hier. Okay, gut, dann haben wir alle. Aber warte, lege die richtigen Buchstaben auf eine Pinnwand. Okay, warte, das B muss auf die B-Pinnwand, ne? Zack, ja, richtig. Das A muss auf die A-Pinnwand. A zu A, B zu B. Warte, so. Und dann einfach C zu C. Klick. Perfekt, ich bin Profi. Ich habe in der Schule aufgepasst damals, ja. Manche Sachen habe ich mir gemerkt. Und Telefon Nummer 4. Und hier geht es wieder rein in so einen Lüftungsschacht. Warte, wie komme ich? Wie soll ich da oben hinkommen? Hä, ich kann hier keine Blöcke platzieren. Aber ich soll irgendwie auf das rote Rohr da oben, um da reinzukommen. Hä? Wir können keine Blöcke platzieren. Ich kann die hier nicht aufsammeln. Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Wie stellen die sich das denn vor? Wie soll das denn funktionieren? Oder muss ich hier lang? Muss hier so hin? Ah! Guck mal, wir können hier oben, müssen wir lang springen. Okay, gut. Aber ich habe es gefunden, sehr gut. Vielleicht habt ihr es sogar vor mir gesehen. Habt ihr besser aufgepasst als ich, wenn ich es vorher gesehen habe. Und wir treten wieder die Lüftung ein und weiter geht's. Wir haben fast die Hälfte geschafft. Ihr seht es oben. 40% oder 46% haben wir schon erledigt. Da sind wir... Oh, oh. Da sind wir auf einem guten Weg. Warte mal. Ich muss den Knopf drücken. Zack. Oh. Oh, sie ist hinter mir her. Warte. Alter. Ich muss hier in die Lüftung rein. Boah, ich hab's geschafft. Alter, war das knapp. Alter, das war richtig nah. Ich hätte fast die Treppe. Fast hätte ich die Treppe nicht hochgeschafft. Die war so dicht hinter mir, die Kindergärtnerin. Okay, und ab hier durch. Let's go. Und die Lüftung geht hinter uns zu. Wir haben sie ausgesperrt. Da kann sie uns nicht folgen. Sehr. Wow. Alter, wie weit geht das runter? Das ging ja mega weit runter. Okay, wir öffnen die nächste Lüftung und sind jetzt ganz weit unterm Kindergarten, glaube ich. Hier sind irgendwelche Blöcke von... Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Was die hier unterm Kindergarten gebaut haben. Was ist das für ein riesiger Kindergarten eigentlich? Wenn wir schon uns darüber unterhalten. Aber hier können wir mit der Lüftung jetzt auch noch hochfliegen. Und nein! Oh, Alter, da ging es aber tief runter. Okay, aber warte, ein bisschen hier. Und jetzt habe ich es geschafft. Sehr gut. Ja, ist gar nicht mal so einfach, darüber zu fliegen. Aber mit ein bisschen Glück kriegt man es zum Glück hin. Sehr gut. Mit ein bisschen Glück kriegt man es hin zum Glück. Ja, das war extra Glück. Und wir sind schon bei 64% jetzt. Wir kommen richtig schnell voran gerade. Ultra gut. Okay, hier über das rote Rohr. Wir drücken den Knopf und aktivieren hier diesen Riesenventilator, der uns bis hier rüber bringt. Einfach mit seiner... Der haut so viel Wind raus, dass wir easy hochfliegen. Und wir sind auch richtig stark, dass wir die Lüftung einfach so öffnen können, ne? Okay. Aber ich warte immer noch auf die Lava, die mir versprochen wurde. Es hieß, es wird Lava geben hier in dem Game. Aber noch sehe ich keine Lava. Aber erstmal müssen wir jetzt eine Brücke bauen. Warte. Hier. Plupp. Und eins müssen wir, glaube ich, hier rüberlegen, hä? Plupp. Ja. Ich glaube... Oh. Ich bin einfach runtergefallen. Eieiei. Aber hier können wir jetzt ganz entspannt rüber. Und dann legen wir eine Planke hier. So, brauchen wir noch eine? Ja, eine brauche ich noch. Okay. Aber das kriege ich hin. Eine brauche ich noch. Kein Problem. Dann platzieren wir die mal auch noch und sind jetzt easy. Was ist das denn? Für ein riesiges Laserlabyrinth. Die wollen mich unbedingt aufhalten. Aber das schaffen sie nicht. Oh, Alter. Ey, jetzt werden wir hier auch angetrieben von den Ventilatoren und können mega weit... Oh, spring. Alter, ich bin fast in den Laser reingefallen. Habt ihr das gesehen? Das war knapp. Beim Runterfallen wäre ich fast reingefallen. Und dann hat der Ventilator mich nochmal hochgestoßen. Dann wäre ich... Wow, genau so wäre ich auch fast reingefallen. Aber wir weichen einfach aus. Gar kein Problem. Jetzt habe ich es unter Kontrolle. Und wir sind oben. Und wir sind bei
82%. Wir sind kurz vor dem Ende und ich glaube, wir werden... Was ist das hier? Milch? Wir haben... Wow! Ich habe den Düsenantrieb mit der Milch bekommen. Jetzt sind wir hier ultra schnell unterwegs. Und, boah, hier sind richtig große Spielblöcke. Da ist noch so ein Telefon. Oh, das haben wir jetzt leider ignoriert. Ich habe jetzt... Boah, das war knapp. Ich habe jetzt leider nicht alle Telefone da... Das war ja ein mega Rübser. Ich habe jetzt leider nicht alle Telefone eingesammelt, aber... Eigentlich haben wir sogar nur vier. Wir haben gar nicht mal so viele. Aber... Ah, hier gibt es einen geheimen Raum, wo man rein kann mit 10 Telefonen. Aber was ist mit unserer Kindergärtnerin passiert? Das ist der... Robo-Betty 9000? Jetzt müssen wir gegen sie kämpfen. Aber... Wow, wir müssen ausweichen. Sie hat mir Schaden gemacht. Nicht gut. Ich muss den Angriffen ausweichen. Sonst... Warte. Nein! Ich bin wieder nicht ausgewichen. Wir brauchen das richtige Timing, sonst besiegt sie uns. Warte, jetzt... Und wir müssen über diesen, über den lilanen Strahl springen. Habt ihr gesehen, ne? Da müssen wir ausweichen. Da müssen wir im richtigen Moment springen. Ansonsten ist es vorbei mit uns. Aber, ja. Aber wir schaffen das, weil wir wollen nach Hause. Ich will lieber zu Hause mit meinen Spielzeugen spielen. Und nicht im Kindergarten mit den komischen Spielzeugen. Außerdem wartet hier draußen schon mein Monster Truck, mit dem ich nach Hause... Wow, oh. Alter, ich darf mich nicht noch einmal erwischen lassen, ne? Freunde, wenn ich noch einmal erwischt wäre... Nee! Oh, Alter, mega knapp. Okay, einen Treffer habe ich noch geschafft. Wir müssen jetzt, warte, genau... Boah, genau ausgewichen. Und wir haben gewonnen. Robo-Betty 9000, unsere böse Kindergärtnerin, haben wir besiegt. Und jetzt können wir hier mit diesem Monster-Truck, der hier schon auf uns wartet, einfach abhauen. Und... Und wegfahren. Let's go. Mit Vollgas hauen wir ab. Ab nach Hause. Und haben... Warte, wie lange habe ich gebraucht? 14 Minuten, 50 Sekunden. Oh, nee. Damit haben wir es, glaube ich... Ich habe hier den harten Modus habe ich gespielt, Freunde. Nee. Da muss man 10 Minuten darf man nur brauchen, um auf die Rangliste zu kommen. Tja, so schnell war ich dann doch nicht. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Und bis dahin.